Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafferkanal. Mein Name ist Jörg und heute wollen wir uns doch mal auf die Suche nach der verloren gegangenen Drohne begeben und dann nehme ich euch nach dem Intro gleich mit. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß das. Ich habe auf dem Testflug meine Drohne verloren. Das Video, das kann ich euch hier oben mal einblenden. Ja, die Drohne hatte ich damals nicht wiedergefunden. Und heute, ja, ist es am frühen Morgen noch recht kühl. Es sollen aber heute bis 37 Grad werden. Es soll sehr heiß werden. Ich will aber trotzdem jetzt in der Früh gleich das Wetter nutzen, mich dann fertig machen und dann einfach mal rausgehen aufs Feld und einfach mal schauen, ob ich die Drohne auch wiederfinde. Das Feld sollte jetzt eigentlich auch schon abgemäht sein, dass der vielleicht der Bauer mit seinem Traktor der Mähdresche drüber gefahren ist, und dann habe ich, denke ich mal, auch eine Chance, dass ich die Drohne finde. Falls ich sie nicht finden sollte, ja, dann sehe ich das dann einfach so im Nachhinein wahrscheinlich. Dann war ich wenigstens mal draußen an der frischen Luft und ich, ja, mache mich jetzt fertig und ihr könnt gerne mal mitkommen. Ja, da bin ich jetzt auf dem Weg nach der verloren gegangenen Drohne, ja, und jetzt schaut mal, was es hier gibt. Ich bin ja gespannt, ob ich mir sonst noch irgendwas einhandle, aber ich suche jetzt mal meine Drohne, kommt einfach mal mit. Ein kleines Stückchen noch und dann sind wir auch schon da. Ja, und da sind wir auch schon wieder hier draußen. Man kann da sehen im Hintergrund, die Felder, die sind jetzt auch schon abgemäht. Also ich hoffe, dass da oben das Feld, wo die Drohne abgestürzt ist, auch schon vom Bauern bearbeitet wurde. Und dann schauen wir mal, ob wir die verlorene Drohne dann auch hier wieder irgendwo finden. Ja, hier im Hintergrund sieht man, da war der Bauer noch nicht. Also das Feld ist noch nicht abgemäht. Ich habe jetzt noch ein kleines Stück zu gehen bis da hoch, wo unsere Drohne dann auch abgestürzt ist. Ich bin guter Hoffnung, dass da der Bauer schon drüber gefahren ist. Und dann schauen wir mal, ob wir uns da auf die Suche nach der verlorenen Drohne begeben können. Jetzt sind wir auch schon hier oben gelandet, hätte ich fast gesagt. Ja, wo ich sonst immer auch mit meinen Drohnen starte. Also man kann das sehen. Von hier aus bin ich damals mit meiner Drohne gestartet. Hier über das Feld, ja, Richtung Wald. Und dann war aber die Drohne auf einmal auch weg. Also ich weiß nicht, ob ich die Drohne heute wiederfinden werde. Es wäre natürlich schön. Ich will auch nicht unbedingt ja noch mehr Elektroschrott und Plastikmüll draußen in der Natur liegen lassen. Da habe ich mir gedacht, tust du was für deine Gesundheit, gehst einfach mal raus und schaust mal, ob du die Drohne findest. Wäre auch schön. Und wenn der Trecker drüber gefahren ist, ja gut, dann wird das wahrscheinlich eh nichts mehr werden mit der Drohne. Aber dann könnte man zumindest mal den Müll beseitigen. Kommt einfach mal mit. Ich lasse euch live dabei sein. Und das Video, wo die Drohne verloren gegangen ist, hier auf dem Acker, das kann ich dann hier oben euch mal einblenden. Da kann ich euch das mal verlinken. Und dann schauen wir mal, ob wir unsere Drohne auch hier in der schönen Umgebung irgendwo finden. Jetzt bin ich hier erstmal im Schatten angekommen. Ja, der Baum, der spendet mir hier so ein bisschen Schatten. Also man sieht es auch, es ist schon ganz schön heiß. Heute sollen, glaube ich, ja, bis 37 Grad hier bei uns werden. Der heißeste Tag, wie man so sagt. Ja, ich hoffe, dass es auch das heißeste Video hier wird mit unserer, ja, heißen Dirk D70 Drohne, die damals ja verloren gegangen ist. Und jetzt gehe ich einfach mal weiter. Ja, schöner Ausblick in die Natur. Da hinten zwischen den Bäumen, da sieht man die Donau durchkommen. Vielleicht kann man das so ein bisschen erkennen und die Felsen am Hang. Aber von der Drohne fehlt weit und breit leider bis jetzt jede Spur. Ich habe da hinten jetzt noch ein Feld, da kann ich auch noch mal lang gehen. Und dann schaue ich mal, ob wir da die Drohne finden. Ja, wo ist meine Drohne? Ja, ich stehe jetzt hier zwischen den beiden Feldern. Wie gesagt, ich habe die Drohne leider noch nicht gefunden. Und vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentarbox unten reinschreiben, ob euch sowas auch schon mal passiert ist, dass euch ja eine Drohne abhanden gekommen ist und dass ihr die vielleicht nicht mehr wiedergefunden habt oder wie ihr dann reagiert habt oder was ihr gemacht habt. Also würde mich mal interessieren. Und ich laufe jetzt einfach mal weiter und schaue, ob ich hier irgendwo meine Drohne finde. Ja, ihr seht das. Die Drohne haben wir bisher leider noch nicht gefunden. Und ja, ich denke mal, auch die ganze Situation ist so ein bisschen aussichtslos. Ich könnte natürlich jetzt die Drohne mit einer Drohne suchen,
Aber das will ich jetzt auch nicht machen. Also dieser Bereich hier, der ist ja auch ziemlich groß, was dann zum Abfliegen wäre. Vielleicht ist ja auch die Drohne da hinten irgendwo im Wald abgestürzt. Also ich kann euch das auch gleich nochmal einblenden. Und ja, ein Versuch war es wert, dass ich die Drohne suche bzw. auch wiederfinde. Leider hat es jetzt nicht geklappt. Und ja, das Video habe ich euch ja natürlich auch mal eingeblendet, wo dann diese Drohne abhanden gekommen ist. Der zweite Flug, den ich dann mit der Drohne gemacht habe, der verlief reibungslos. Das hat wirklich alles geklappt. Vielleicht war das ja auch so eine Montagsdrohne, aber nichtsdestotrotz, für jeden Drohnenflug braucht man natürlich wie immer eine passende Drohnennachpflichtversicherung. Mit dem Code DRGR3 findet ihr unter dem Video bei den Heldenday eine passende Drohnennachpflichtversicherung für euren Kopter und für eure Drohne. Und wenn ihr da noch einen Vertrag abschließt, dann könnt ihr mich auch hier noch so ein bisschen unterstützen und ihr spart euch noch einen ganzen Monatsbeitrag bei der ganzen Sache. Und ich sage vielen Dank, dass ihr mich hier bei der Suche nach der Drohne unterstützt habt. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.